Seit vielen Jahren haben wir uns das schöne Südtirol als Reise- und Urlaubsland für die Ferien im Juni auserkoren. Ob es am Kalterer See, die Walwege in der Gegend von Meran oder die etwas kühlere Salseralm sind. Diese Landschaft, die Menschen und das Klima ziehen uns immer wieder in ihren Bann. Viel gibt es hier zu sehen und zu erleben. Baden in dem wärmsten See der Alpen, Bergwandern, Radtouren zu den wunderbaren Orten wie zum Beispiel Kaltern, Termin, St. Anton oder Altenburg. Alles aufzuzählen ist hier in diesem kurzen Beitrag unmöglich. Faszinierend war neben vielen anderen Sehenswürdigkeiten für uns ein Besuch der Blätterbachschlucht. Sandstein, Porphyr und ähnliches. Dieser grandiose Canyon ist einmalig in Südtirol und gibt Einblicke in fast 20 Millionen Jahre Erdgeschichte frei. 400 Meter tief hat sich hier auf einer Länge von ca. 8 Kilometern der Bach eingeschnitten und hat dabei viele Gesteinsschichten und Fossilien freigelegt. Radfahren hier am Kalterer See ist ein Fitnessprogramm für sich, wenn man sich nicht nur auf einen Seerundgang beschränkt, der aber auch sehr schön sein kann. Mit 2 Kilometern Länge und 1 Kilometer Breite ist er der größte natürliche See Südtirols und wurde 2002 als Biotop unter Schutz gestellt. Einmal in Südtirol sollte man sich die Gärten von Schloss Trautmannsdorf nicht entgehen lassen. Über 80 Gartenlandschaften sind hier auf einer Fläche von 12 Hektar mit über 100 Höhenmetern wie ein natürliches Amphitheater angelegt. Von der Höhe aus offenbaren sich atemberaubende Blicke in die Bergwelt rings um Meran und die Kurstadt liegt einem zu Füßen. Kleine Flussläufe, Wasserläufe, Teiche, kuriose Details und diese Fülle an Blumen lassen diesen Rundgang zu einem kleinen Abenteuer werden. Thank you.
Wir sind auf der Seiser Alm, der größten Hochalm Europas oberhalb der Touristenorte Seis und Kastelruth, mit ihren markanten Bergmassiven Schlern und Langkurvelgruppe einschließlich des Blattkurfes. Zur gleichen Jahreszeit hat diese Alm ein unterschiedliches Gesicht, je nach Länge des Winters und der einsetzenden Schneeschmelze. Begrüßt einen in dem einen Jahr ein nicht enden wollender Blumenteppich, so ist es im Jahr darauf, wie hier im Juni 2014, auf der Höhe noch sehr frisch. Es liegt vereinzelt noch Schnee und von Blumen ist auch fast nichts zu sehen. Viele der Wanderungen sind wir schon oft gegangen, aber der Gang über die Rosszähne zur Tierser Alpel gehört auf alle Fälle mit ins Wanderprogramm. Uli, wo geht's hin? Maximilian, Klettersteig. Okay. Der Reiz dieser Landschaft liegt in tollen Fernsichten und in unterschiedlichen Landschaftsformen, von ausgedehnten Wiesenflächen und kleinen Schluchten mit Wasserfällen. Ein öfter begangener Wanderweg führt uns von Kompatsch über Spitzbühl und die Salterner Hütte hinauf zu den Schlernhäusern auf 2455 Meter. Es gibt natürlich viele Wege, die hier hinaufführen, je nachdem aus welcher Richtung man kommt. Thank you.
Belohnt wird man mit einem fantastischen Rundblick auf das Bergmassiv des Rosengartens. Und wem das nicht hoch hinaus genug ist, besteigt noch in wenigen Minuten den höchsten Punkt hier oben zum Gipfelkreuz des 2563 Meter hochgelegenen Monte Petz. Mit Rundumblick zum Rosengarten Latemar und zu den Gletschern des Alpenhauptkammes Ötztaler, Stubaier und Zillertaler Alpen. Rund um das Schlammmassiv bis hin zum Rosengarten sind zahlreiche schöne Wanderungen möglich. Ein paar stelle ich im zweiten Teil von der Seiseralm ins Zillertal vor.